Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handpumpen unter der Lupe. Heute habe ich mal jemanden ganz kleinen hier für dich und diese kleine Handpuppe ist eine Living Puppet und sie heißt Giselle. Giselle ist eine 35 cm Handpuppe. Ich komme leider mit meinen großen Händen nicht in diese Handpuppe hinein, denn diese Art von Handpuppe ist eigentlich eher für Kinder gedacht. Genau, für Kinder, dass die dann schon mal langsam das Spiel mit der Klappmaulpuppe erlernen können, wenn sie daran großes Interesse zeigen. Oder einfach nur so zum Spielen. Denn die eignen sich auch einfach nur so für das fantasiereiche Spiel daheim. Oder im Kindergarten. Je nachdem, wo du sie gerne einsetzen möchtest. Aber was die genauen Details dieser Handpuppe sind, wie die Verarbeitung ist und die Qualität insgesamt. Und ob mir persönlich diese Handpuppe gefallen würde, das verrate ich dir jetzt einmal im Detail. Die gute Giselle hat ein wunderschönes blondes Haar, wie ich finde. Die Augen sind grün, sind aus diesem, ja, dieses sind halt diese typischen Augen von den Living Puppets. Mir ist gerade, wo wir bei den Augen sind, eine Kleinigkeit aufgefallen. Ich versuche nochmal jetzt ein Foto einzublenden, wo man diesen kleinen Fehler sieht, und zwar ist das dort, wo im Prinzip das Schwarze von dem Auge ist. Dort muss wohl innen drin ein Kratzer dran gekommen sein bei der Produktion und dort ist im Prinzip ein kleiner heller Punkt. Aber nichtsdestotrotz, es ist das erste Mal, dass mir das bei der Firma Living Puppets auffällt. Bisher hatte ich noch keinen Fehler bei den Augen gehabt. Schauen wir uns einmal das Klappmaul an. Das Klappmaul hat keine Zunge. Zähne sind generell ja nicht bei den Living Puppets vorhanden, bis auf, soweit ich weiß, einen Handpuppentyp. Dann schauen wir uns einmal das Oberteil an von der Giselle. Ein wunderschönes rotes T-Shirt. Rot-weiß gestreift. Das T-Shirt kann man auch etwas hochziehen und man kann es sogar ja fast ausziehen. Möchte ich jetzt ungern machen. Man kann es sicherlich nach unten wegziehen, aber nach oben geht auf keinen Fall. So, die Hände sind bei diesem Handpuppentyp nicht bespielbar. Dafür sind die Hände viel zu klein, aber es besteht die Möglichkeit, dass wenn du die Handpuppe selber bespielen möchtest, beziehungsweise selber bespielen kannst, dass du dir dann einfach diese Hand nimmst und dann einfach dann so quasi die Handbewegung ausführst. Wo wir gerade hier noch an dem Arm sind, hier ist wieder typischerweise ein kleines Büchlein mit dabei, wo man begrüßt wird und wie man die Handpuppen bespielt, was ich auch ganz schön finde immer bei der Firma. Und dann gibt es nochmal hier hinten das in anderen Sprachen und dann auch nochmal andere Handpuppentypen im Prinzip, wo das dargestellt wird, wie die verschiedenen Klappmäuler auch sind. Der Rock, der ist nicht ausziehbar, der ist fest vernäht. Wenn wir unten runter schauen, dann ist das so im Prinzip wie bei den Kasperpuppen auch, dass die Beine im Prinzip an dem Torso dran genäht sind. Hier haben wir nochmal in Gelb eine schöne Strumpfhose zu diesem Kleidchen. Ich finde, das passt auch sehr gut, weil sich das hier auch dieses Gelb dann wiederfindet in dem Rock. Der es ja nun ist und kein Kleidchen. Die Schuhe selber, beziehungsweise die Füße selber, wirken sehr, sehr groß, sehr überdimensioniert auf den ersten Blick. Aber ich finde, das ist auch irgendwie, es passt zu der Handpuppe. Das ist meine persönliche Meinung. Vielleicht hätte man sie auch ein bisschen kleiner wählen können. Nichtsdestotrotz, ich finde sie gut gelungen. Sind sehr weich. So wie alles an der Handpuppe, also es besteht meiner Meinung nach kein großes Risiko, dass man sich irgendwie verletzt. Selbst wenn es mal ein bisschen wilder dahergeht und die Handpuppe mal durch das Zimmer fliegen sollte. Wir haben hier an der Rückseite übrigens noch das Firmenetikett dran. Hier steht zum Beispiel auch nochmal explizit For All Ages, also für alle Altersstufen.
Das heißt, wir haben hier nicht die Warnung, dass diese Handpuppe nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet ist. Hier steht dann auch nochmal die Pflegeanleitung drauf. Ich finde das auch nochmal ganz schön, dass es hier explizit bei dieser Handpuppe ist, weil die 35 cm Handpuppen wirklich für Kinder eigentlich gemacht sind. Ansonsten, das Etikett hätte man vielleicht noch irgendwo anders anbringen können. Allerdings wäre es dann wahrscheinlich nicht im Blickfeld der Mütter und Väter gewesen, wie man das Ganze denn pflegen kann. Aber man kann es ja, wenn es einen stört, entfernen, beziehungsweise wenn es das Kind stört. Der Eingang zu der Handpuppe, beziehungsweise zu dem Klappmaul, befindet sich wie immer oben am Kopf. Und zwar ja, etwas über dem Nackenbereich. Der Nackenbereich würde in etwa hier anfangen. Und wir sind ein Stückchen darüber. Das heißt, die Haare verdecken das Ganze auch. Das heißt, man muss nicht zwangsläufig das als Klappmaulpuppe nehmen. Man kann es auch wirklich als normale Spielpuppe haben. Und der Eingang ist, wie man wirklich hier sieht, auch gut verdeckt. Finde ich gut gemacht. So, wenn ich jetzt hier rein will, schaffe ich das mit meinen Riesenhänden nicht. Ich müsste wirklich dann so spielen und selbst dann ist das für mich als erwachsener Mann eine Qual, denn ich fange an, wirklich mich schon zu verkrampfen. Und zwar hier in diesem Bereich und hier in diesem Bereich. Also wie gesagt, wirklich nur für kleine Frauenhände oder für Kinder geeignet. Hier noch einmal ein paar Detailfotos von der Handpuppe. Zum Abschluss muss ich sagen, ich finde diese Handpuppe mal wieder einfach gut gelungen. Die Firma Living Puppets überzeugt mal wieder in der Qualität und Verarbeitung von diesen Klappmaulpuppen. Wie ich eingehend sagte, ist es eine 35 cm große Handpuppe, deswegen nicht unbedingt für die Erwachsenenhände geeignet. Wenn du natürlich sehr kleine Hände hast, dann geht das. Für mich als Mann mit diesen großen Händen natürlich nicht. Preislich liegt diese Handpuppe derzeit bei 37 Euro. Ich finde, sie ist ihr Geld wert. Ich würde sie meiner Tochter oder ich würde eine junge Handpuppe meinem Sohn schenken. Oder wenn der die natürlich haben möchte, kann er die natürlich auch gerne bekommen. Von daher, klare Kaufempfehlung meinerseits. Aber mach dir bitte auch wieder selber einen Eindruck von der Handpuppe, ob sie dir gefällt. Und ja. Damit kommen wir auch zum Schluss. Ich sage danke fürs Einschalten. Ich würde mich noch freuen, wenn du mir einen Kommentar da lassen würdest. Vielleicht sogar einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Du darfst mich auch gerne mal auf meiner Website besuchen. Der Link dazu ist hier in dieser Videobeschreibung verlinkt. Ich glaube, das war jetzt doppelt. Nichtsdestotrotz sage ich Tschüss, alles Gute, dein Alles.